Wenn eine Welt ohne Liebe existiert, ist es die Welt der Lebenden. Denn die Welt der Toten ist die Welt der Erlösung und die Welt der Vergebung. Dragon Monday. Holy Mother of God. Heutzutage ist es echt nicht mehr einfach, irgendwie vor die Tür zu gehen, denn es ist mittlerweile recht einfach, dass man sich abschießen lässt oder irgendwie irgendwelche Typen vom Haus rumlungern und Scheiße bauen. Ja, ich will nicht mehr auf meine Hater hinaus, sondern ich will darauf hinaus, dass es jetzt einen Anschlag in Paris gegeben hat. Der Anschlag in Paris ist etwas, worüber ich mich null informiert habe und über den ich eigentlich auch gar nicht sprechen möchte. Es ist nur wieder eine Sache, die ich wieder feststelle. Jetzt ist in Paris ein Anschlag gewesen, in einer Stadt, die für gewöhnlich nicht dafür bekannt ist, dass da Anschläge verübt werden. Lügenlord. Ähnlich wie am 11. September beschäftigen sich jetzt im Moment wieder viele Leute mit dem Thema Terrorismus. Und ich frage mich, warum ausgerechnet jetzt? Weil gerade ein Anschlag verübt wurde? Warum beschäftigt man sich mit dem Thema nicht einfach mal intensiv? Meine Meinung zu dem Thema ist einfach. Schmeißt eure verdammten Waffen weg, macht sie alle platt, die Waffen, und dann haben wir endlich Frieden. Ende der Geschichte. Lügenlord. Lügenlord. Aber manche Menschen müssen halt immer noch mehr Gewalt sehen. Lügenlord. Statement zu Axtwurf. Ich hätte ein bisschen stärker werfen sollen und in den Schädel spalten, aber ich habe auch mit Äxten nach Hatern geschmissen. Also mit einer Axt. Mit Äxten. Hier, weißt du schon, hier schon ein. Hier so ein auf Altnordisch, weißt du, schmeißt du so die Axt, Mann. Ich habe in einem Video neulich, oder Filme, ich habe in einem Livestream neulich gesagt, dass meine Hater nicht anders sind als Terroristen. Das ist in dem Fall auch richtig, wobei vielleicht da noch kein menschliches Leben zu Schaden gekommen ist. Aber im Prinzip machen sie genau die gleichen Scheiße wie Terroristen. Sie hetzen tausende Leute, es kommen irgendwelche ständigen Anschläge, sei es jetzt mit Sprühdosen, wo mein Haus beschmiert wird, oder hier irgendwo die Straße, sei es irgendwelche anderen Geschichten. Ganz ehrlich, meine Hater sind nicht besser als Terroristen. Und für alle Hater da draußen, ich würde euch mal ernsthaft empfehlen, wirklich mal euer Oberstübchen aufzuräumen. Denn ihr behauptet immer, ich bin der Vollidiot und ihr benehmt euch selbst wie die größten Arschlöcher. Und dann fragt ich mich, bin ich das Arschloch oder seid ihr? Das ist alles zu dem Thema. Dankeschön. So, damit sind wir am Ende vom Video.